Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Pressevertreter hier zur Pressekonferenz nach der Regionalliga-Partie der SC Teutonia Watzenborn-Steinberg gegen den KSV Hessen-Kassel. An meiner Seite, links von mir aus gesehen, Tobias Kramer, der Gästecoach, herzlich willkommen. Und rechts auf meiner Seite, Stefan Hassler, unser Trainer der Teutonia. Herr Kramer, Ihnen gebührt das Wort, bitteschön. Erstmal gratuliere ich der Mannschaft zu diesem 2:0 Erfolg. Bin aber jetzt nicht so euphorisch, dass man im Loch jaucht nach Hause fährt. Denn da war einfach nach den 10 Minuten und nach dem verschossenen Elfmeter einfach zu viel Leerlauf. Wir haben keine Qualität auf den Platz bekommen, haben auch dann das Spiel auch nicht angenommen. Und somit kam Watzenborn-Steinberg immer besser ins Spiel bis zur Halbzeit. Hatten dann auch 2-3 gute Möglichkeiten. Und da war ich nicht wirklich zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Was wir dann nach der Halbzeit gezeigt haben, war absolut in Ordnung. Genau in den entscheidenden Momenten. Und das haben wir vorher besprochen. Das hatten wir eigentlich auch in dem Matchplan mit eingeplant, dass wir, wenn wir das Gefühl haben, individuell, jetzt müssen wir Qualität auf den Platz bringen, das dann eben auch in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Im Bereich des 1-0, ein hervorragender Flugball von Niklas Hartmann über die Diagonale, dann ein hervorragend angenommener Ball vom Nicolai Lorenzoni. Und da hat man genau in diesen drei Spielzügen eben die Qualität auf den Platz gebracht, die wir brauchten, um dann hier den Türöffner zu bekommen. Den wollten wir dann in der zweiten Halbzeit, denke ich, dann auch mental einen Tick mehr als der Gegner. Und wenn man es jetzt von der zweiten Halbzeit her sieht, war es dann auch ein verdienter Sieg. Aber wir brauchen eben 90 Minuten. Also wir brauchen nicht nur 45 oder 55 Minuten, sondern ich möchte es gerne 90 Minuten sehen von der Mannschaft. Wenn wir das hinkriegen, dann können wir auch weiterhin eine gute Saison spielen. Danke. Dankeschön, Herr Kramer. Stefan, dein Statement bitte. Ja, Kassel ist wesentlich besser in die Partie gekommen. Vom Anpfiff an waren sie die dominierende Mannschaft und haben dann auch einen berechtigten Foulelfmeter bekommen, der dann nicht verwandelt wurde, und das gab unserer Mannschaft dann schon so ein bisschen Auftrieb. Und so nach 25 Minuten kam die Mannschaft ganz gut in die Partie. Da waren wir zumindest mal auf Augenhöhe bis zur Halbzeit, hatten auch die ein oder andere Gelegenheit in Führung zu gehen, und nach dem Pausenpfiff war Kassel dann schon die dominierende Mannschaft. Und der Kollege hat es ja gerade gesagt, das 1-0, das war ein überragendes Tor, ja. Spieleröffnung durch den Torwart, durch den Hartmann mit 50 Meter Diagonalball, punktgenau, und dann auch vorne die Verarbeitung im Zentrum und dann der Abschluss trocken unten in die Ecke. Also das war schon ein Spielzug, das war schon allererste Sahne. Und uns war auch klar, dass wenn wir heute hier was holen wollen, dass wir in Führung gehen müssen, weil wir haben nun Kassel wirklich sehr, sehr oft beobachtet und sowohl in der Winterpause in der Vorbereitung als auch jetzt letzte Woche gegen Steinbach. Und da hat man schon gesehen, was sie für eine Qualität haben und insbesondere wie stabil und diszipliniert, konzentriert sie auch im Abwehrverhalten sind. Und somit wurde es dann auch wirklich sehr, sehr schwer für uns. Wir haben dann versucht, nochmal auch mit der zweiten Spitze den Ausgleich zu erzielen. Aber Kassel hat dann mit dem 2-0 und insbesondere nach dem 2-0 seinen routinierten und absolut sehr, sehr gut bestückten Regionalliga-Kader runtergespielt. Und somit geht der Sieg aus meiner Sicht auch absolut in Ordnung. Muss man dem Gegner auch Respekt zollen. Die haben heute hier gespielt, wie eine Mannschaft halt spielt, wenn sie in Führung geht, die in der Regionalliga im oberen Drittel steht. Danke. Kurze Frage noch von meiner Seite. Auf dem Spielberichtsbogen stand Jonathan Kotzke von Beginn an auf dem Feld eigentlich. Der wurde dann doch gestrichen. Was war der Grund? Ja, der hat sich, er ist ja verletzt, hat sich ja letzte Woche verletzt, mussten wir ja nach 10 Minuten austauschen, und hat es heute versucht, aber beim Warmmachen musste er dann doch leider absagen, und ist natürlich ein Spieler, den wir nicht so einfach ersetzen können. Wir hoffen, dass er uns jetzt gegen Nördlingen wieder zur Verfügung steht,
aber letzten Endes ja, konnte er nicht spielen. Dann wünschen wir ihm natürlich von dieser Stelle aus alles Gute. Gibt es Fragen von Seite der Pressevertreter? Nein, alle Fragen beantwortet. Dann für Sie noch die offizielle Zuschauerzahl, 764 Zuschauer hier heute Abend bei dieser Regionalliga-Partie. Das nächste Heimspiel ist noch ein bisschen hin, 22.04. um 14 Uhr, dann hier gegen die Stuttgarter Kickers. Das soll es von dieser Stelle aus schon auch gewesen sein. Ja, ich kann schon mal sagen, ein frohes Osterfest von dieser Seite aus schon mal, ist ja noch ein paar Tage hin, aber vorher sehen wir uns, wie gesagt, nicht mehr zu Hause. 22.04. gegen die Stuttgarter Kickers. Dankeschön, machen Sie es gut und Ihnen einen guten Nachhauseweg.